Hallo ihr Lieben, jetzt kommt mein Video zur Comic-Con Dortmund, der Jubiläums-Con nach 5 Jahren, ja, die 5. ist es. Und ja, diese Con stand ja quasi unter dem Stichwort Chaos. Also, ich muss dazu auch sagen, meine Mutter hatte einen Unfall vor ein paar Wochen und konnte mit dem einen Fuß nicht auftreten. Erst jetzt die nächsten Tage wieder. Und darum haben wir uns einen Rollstuhl mitgenommen, weil mit Krücken auf einem Bein, das wäre da nichts geworden. Und ja, mit dem Rollstuhl durch diese Menschenmassen zu kommen, war nochmal ein zusätzliches Hindernis. War auch so schon schlimm genug. Ja, wir kamen da Samstag früh an und sind dann eben, als wir reinkamen, standen wir erstmal schon mal direkt, weiß ich nicht, 20 Minuten an der Garderobe, weil da eine Riesenschlange war. Die eine Garderobe war wohl schon voll oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall standen wir dann bei der anderen an. Wir hatten ja auch einen Koffer dabei und den wollten wir halt nicht mit rumschleppen. Ich musste ja schon den Rollstuhl schieben. Und dann sind wir, als wir dann da durch waren, gleich direkt in Halle 4, wo die Fotos stattfanden. Die waren allerdings ganz hinten und es war eine Händlerhalle, wo ich mir so dachte, ist das euer Ernst? Die hatten 8 Fotoboxen, weil sie ja um die 100 Stars da hatten. Und dann war das einfach in die Halle mit reingequetscht, wo die Händler drin waren. Wo ich mir sagte, hallo? Die haben es bis jetzt die letzten Male auch so gehandhabt, dass sie eine extra Halle für die Fotos hatten. Und jetzt, wo es extra viele Stargäste waren, stopfen sie es mit in die Händlerhalle. Das macht total Sinn. Also so, das war schon mal Punkt 1, wo ich mir schon, bevor wir überhaupt reingegangen sind, dachte, das ist ein bisschen dumm. So. Dann haben wir uns da erstmal durch die ganzen Händlerstände durchgekämpft, bis nach hinten durch. Was auch schon schwer war, weil alles war vollgestopft mit Menschen. Samstag war ja auch ausverkauft, die Tickets. War dementsprechend klar, dass es voll wird. Ja, dann waren wir dann da mal irgendwo. Aber man braucht ja nicht denken, dass man die Nummern erkennen konnte von den Fotoboxen, denn die waren genauso, dass man sie nicht sehen konnte, sobald da Menschen davor stehen. Und es waren Menschenmassen überall. Man konnte sehen Fotobox oder Fotobuch, weiß ich nicht. Und darunter stand die Nummer, die man aber nicht mehr sehen konnte, wo ich mir sagte, klebt sie doch oben drüber. Das ist so die einfachsten Dinge, an die man mal denken kann, um es den Leuten einfacher zu machen, irgendwas zu finden. Keine Chance. So, das ging dann schon mal da los. Und dann mussten wir wohl zu Foto 1, waren aber hinten. Dann dachte ich mir so, ist ja jetzt bestimmt vorne. War es ja dann auch. Wir sind, haben wir da erstmal durchkommen, war schon ein Krampf. Hier haben die Händlerstände aufgehört und hier. Direkt vor den Händlern standen bereits das Ende der Schlangen, der Warteschlangen für die Fotos. So, dementsprechend mussten wir uns wirklich da mal Lücken suchen und ich bin bestimmt andauernd irgendwelchen Leuten in die Hacken gefahren. Das tut mir auch sehr leid. Aber erstens mal, ich habe nichts gesehen. Zweitens, es wurde von überall geschubst. Ja, war ein bisschen blöd. Aber naja, was soll's. Irgendwann waren mal Leute so nett und haben uns eine kleine Gasse gebildet, damit wir da mal durchfahren konnten, nachdem wir da irgendwie 3 Minuten rumstanden an derselben Stelle. Dann waren wir irgendwann mal vorne. So, dann bin ich rumgegangen und habe gefragt, wo wir denn jetzt mal durch sollen, weil mit dem Rollstuhl sollten wir ja vorgelassen werden bei den Fotos. Stand da so ein Security-Typ, also nicht kein Con-Helfer, so, weiß ich nicht, der wusste nichts. Der so, ja, weiß nicht, müssen da hinten irgendwo, ich so, da sind Menschenmassen, wie sollen wir da durch? Nur die Schultern gezuckt, ja, weiß ich nicht, als Stadt ist mein Helfer von der, keine Chance, holt er nicht. So, bin ich erstmal wütend wieder zurückgestampft. So, dann habe ich den Rollstuhl genommen, habe den da irgendwo durchgeschoben, habe dann irgendwo gesehen, dass da die Fastline ist. Und da sind wir dann rein gerutscht und konnten dann auch nach vorne durchfahren. Ja, aber die erstmal finden, weil die haben natürlich auf dem Boden aufgeklebt, wo, ja, die Schlangen, wo man sich hinstellen soll, ja, sieht natürlich keiner dann. Am zweiten Tag, nachdem dieser Hinweis, der mehrmals von den Besuchern kam, dass man ja auch so ein Absperrband dahin kleben könnte, damit man das besser sieht, wo man sich hinstellen soll. Das haben die dann am zweiten Tag gemacht, nachdem die Besucher es gesagt haben, wo ich mir sagte, Leute, ihr macht diese Con nicht zum ersten Mal. Da hättet ihr auch schon am ersten Tag dran denken können. So. Ja, so Kleinigkeiten einfach, die vieles erleichtern, weil die hatten einfach nicht genug Helfer. Es waren wohl einige, ja, weiß ich nicht, vielleicht nicht gekommen oder weiß ich, weil das hätten sie sonst vorher schon einplanen müssen. Die hatten viel zu wenig Helfer. Was auch an den schlechten Arbeitskonditionen liegt, wie ich es gehört habe. Die Helfer kriegen ja anscheinend immer weniger dafür, dass sie da so viel arbeiten. Kaum Pausen kriegen und nichts.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass da kaum einer noch was machen möchte. Ja, dadurch, dass ich zu wenig Helfer da waren, war auch niemand da, der die Fotoschlangen ordnet und irgendwie mal was ausruft oder mal hilft. Es war einfach niemand da, den man mal fragen konnte. Das war grauenhaft, das kannte ich so auch noch nicht. Also, das habe ich noch nie erlebt auf einer Con, dass mal einfach gar keiner da war. Ja, da mussten die Besucher sich irgendwie selbst helfen dann. So, dann sind wir dann, haben das erste Foto gemacht, das ging dann auch alles gut. Und so haben wir es dann halt bei den anderen Fotos, wo meine Mutter auch dann ein Foto hatte, auch so gemacht, dass wir dann die Fastline gesucht haben und dann direkt nach vorne durch, weil, nee, das dachte ich mir, das geben wir uns nicht. Wenn wir schon den Rollstuhl haben, dann nutzen wir das jetzt auch. Ja, die Bilder sind eigentlich soweit alle ganz gut geworden. War ich mit zufrieden. Bis vielleicht auf einen. Ja. Es ging wirklich den ganzen Tag so weiter. Also die Fotoschlangen, Katastrophe. Da war mal irgendwie, also dann bei 1, 2, 3 ging es dann mal so bei den ersten dreien. Da war es dann okay. War es dann irgendwann auch mal ein bisschen geordnet und da war dann auch mal ein bisschen weniger Leute. Aber hinten, da war voll Katastrophe. Da waren hier Ian und Paul von hier Vampire Diaries, was ich jetzt mit Glück nicht gucke. Also selbst wenn ich gucken würde, ich würde mit denen kein Bild machen. Also nach dem, was ich immer schon so gehört und jetzt auch gesehen habe, keine Chance. Also die Leute standen da teilweise stundenlang und haben da nicht mal ein Foto gekriegt. Also was ich da so schon gehört und gelesen habe, oh nee, das ist ja ganz furchtbar. Weil die waren ja auch nicht billig, die Herren. Ja, also da war ich jetzt nicht selber drin involviert, also da kann ich nicht großartig was zu sagen. Da kann man ja bei Facebook mal die Kommentare nachlesen. Grauenhaft, ja. Muss man nicht haben. Es war, ja. Da rede ich jetzt auch nicht drüber, das würde jetzt zu lange dauern. War ja jetzt nicht mein Thema. Ich war zuerst bei Melissa von The Walking Dead, also Carol. Dann war ich bei Brenda Strong, die ich jetzt hauptsächlich wegen The Walking Dead, The Hundred sehen wollte. Ja, die Asplana, Queen Naya. Sie hat aber auch bei Desperate Housewives mitgespielt und bei Supergirl, also von daher kannte ich sie auch. Sie war total lieb, also so eine Süße. Ja, am besten, ich zeige euch, erzähle das jetzt einfach. Dann, ich zeige jetzt einfach die Bilder erstmal und dann eins nach dem anderen. Ja, also ich hatte am Samstag 6 Bilder. Das war schon heftig für diese Stresskonda. Hier ist erstmal das mit Melissa. Das finde ich ganz schön. Sie sieht auch total aus wie Carol. Ich finde das so süß. Ist auch total lieb gewesen. So, dann meins mit Brenda. Ich hatte ihr das Bild gezeigt von dieser Pose und dann haben wir das gemacht und dann meinte sie eher so, ja, mit geschlossenen Augen. Ich so, nein. Und sie so, oh, da müssen wir noch eins machen. Ich hatte die Augen zu. Okay, so, dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich das hier genommen. Und dann haben die von der Con das hier aber auch noch ausgedruckt. Und ja, die haben anscheinend nicht durchgeblickt. Vielleicht dachten, ich hatte 2 Bilder, aber egal. Jetzt habe ich jedenfalls 2 und ich finde das hier eigentlich sogar noch schöner als das. Also, sie sind beide total schön. Aber das ist. Sie ist einfach so goldig. Ach, ich liebe sie. So, dann kommen wir jetzt zu Pretty Little Liars. Da war ja diese PLL-Reunion, wo ja sehr viele da waren. Hier haben wir immer Hannahs Mom. Laura Layton. Ja, bei ihr war es ein bisschen schwierig, dadurch, dass der Drucker da gerade kaputt war. Und ja, ich musste 3-mal zu ihr gehen. Weil die bei den ersten 2 Malen das Bild, das ging nicht mit dem Drucker, ja. Sie musste da schon ewig stehen und warten, bis sie den Drucker im Griff hatten und ein paar Leute, also mehrere Leute mussten das Bild nochmal machen und ich musste es dann sogar noch ein drittes Mal machen. Dann hatte sie auch keinen Bock mehr, weil ich beim zweiten Bild hatte sie mich richtig schön umarmt. So, und das war dann hier das dritte. Dachte ich mir so, ja, gut, war vorhin besser, aber naja, schön. Aber Gott, sie sah so gut aus. Dann, hoho, Ashley Benson, ja. Finde ich immer noch echt krass, dass sie da war. Ah, ich war ja auch nur eine Sekunde bei ihr, aber oh Gott, sie ist einfach so schön. Das ist schon eine coole Frau. Ja, ich mag das Bild. Aber es tut trotzdem weh, dass es 90 € gekostet hat. Es ist doch ganz schön viel, aber gut, es ist Hannah. Das musste natürlich sein. Ja, dann hatte ich das Bild mit Natalie Emanuel von Game of Thrones, Miss Sunday. Oh Gott, die Frau ist einfach so schön. Und die Pose, ach, ich liebe das, ist einfach so süß. Das Bild ist echt, das ist, glaube ich, mein Lieblingsbild einfach von dem ganzen Wochenende. Ich meine, seht sie euch an, die Frau ist absolut perfekt. Oh Gott.
Als ich da reinkam und sie gesehen habe, dachte ich nur so, oha. So, und das letzte Bild an dem Tag war dann mit Avinash von The Walking Dead. Also der Arzt, ich weiß jetzt immer nicht, wie der da heißt in der Serie. Ja, aber den finde ich in der Serie immer so süß, darum habe ich mit dem jetzt auch mal ein Bild gemacht. Ja. Okay, das waren also die Bilder vom Samstag. Dann hatte ich am Sonntag 4 Bilder. Mein erstes war mit Holly. Ach, die war auch total dick angezogen. Ich glaube, den war da immer kalt. Ja, die ist kleiner als ich. Oh mein Gott, so süß. Dann mit Termin, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Also hier Jenna von PLL. Mein Gott, die Frau ist auch so hübsch. Ah, ja, die Pose mag ich auch. Also, das Bild mag ich auch ganz gern. Dann haben wir hier Glenn. Ach Gott, der ist einfach so süß. Sieht auch immer noch genauso jung und frisch aus wie bei The Walking Dead. Ach Gott, das Bild, ich liebe das, ist so süß. Und das letzte hatte ich mit Janelle Parrish, also Mona von PLL. Und oh mein Gott, die ist ja so süß. Ah. Ja, ich guckte so ein bisschen panisch. Oh Gott, ey. Also ich weiß nicht, wieso. Normalerweise geht es ja eigentlich so bei Cons, ne? Aber ich weiß nicht, als ich mit ihr das Bild hier gemacht habe, auch mein Herz hat so gepocht, ey. Das hatte ich bestimmt gemerkt. Da dachte ich mir nur so, oh Gott. Wahrscheinlich gucke ich deswegen so. Aber oh Gott, seht sie euch an. Seht sie euch an. Sie ist so süß. Ach Gott, sind immer alle so hübsch. Das ist nicht zu fassen. Ja, also das waren dann die Bilder. Dann war ich auch shoppen. Hier hauptsächlich eigentlich nur Sachen von der Eiskönigin. Oh, die Kette hier, das steht nicht scharf. Ich fand sie so schön. Meine geliebte Elsa. Ja, einmal das. Der Rest sind einfach mal Plushies, weil, ja. Ich habe ja erstmal die kleine Elsa. Also nicht Baby-Elsa, Kind-Elsa. Naja, you know. Ich fand die einfach zu süß. Dann habe ich einen großen Sven. Der hat nur 25 Euro gekostet. Ich finde, das geht eigentlich. Die hatten da so viele schöne Disney-Stände. Also 2 richtig große Disney-Stände auch, die total süße Sachen hatten. Also da wirklich Puppen, Plüschtiere, Figuren, Anhänger, alles. Also, oha. Und dann habe ich hier noch so einen süßen Olaf. Das ist eine Tasche, in die, sehr viel reinpasst. Nicht? Aber ich finde den Olaf halt einfach so süß und der ist auch so schön kuschelig, weil die meisten Olaf-Plushies, die ich so gesehen habe, die sind nicht so toll. Aber den hier fand ich ganz süß. Ist es halt eine Tasche. Ja, Frozen ist ja gerade total mein Fall. Also, ja. Wenn mich glücklich machen will, kann man mir einfach irgendwas von die Eiskönigin geben. Bin ich zufrieden. Ja. Und dann haben wir noch eine Flasche Butterbier gekauft. Also da gab es so einen Stand mit so ausländischen Süßigkeiten auch und Harry Potter Süßkram und sowas alles. Und da hatten die ja Butterbier und da haben wir mal eine Flasche mitgenommen, die wir aber noch nicht gekostet haben. Sind wir noch nicht zugekommen. Das machen wir jetzt dieses Wochenende. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Falls es gut ist, kann man bei der nächsten Con ja mal ein paar mehr Flaschen nehmen. Aber weil eine Flasche 3 Euro kostet, dachte ich mir, nee, kosten wir erstmal. Ja, ja, ansonsten habe ich nichts gekauft, reicht ja auch. Autogramme habe ich nicht geholt, Selfies habe ich auch nicht gemacht, weil das ist mir zu teuer und zu voll und nee. Ich war noch wirklich Sonntag, kurz bevor wir gegangen sind, haben wir dann endlich mal diesen Kronsprecher gefunden. Die waren jetzt ja total versteckt. Also Halle 3 war ja auch erstmal oben, da mussten wir immer zum Fahrstuhl, weil mit dem Rollstuhl ging ja so ein schlecht. Und dann die ganzen Langgänge lang, bis man dann da endlich mal war und dann war es da auch so voll und oh. Vor allen Dingen so viele Autogramme. Die Leute von PLL habe ich überhaupt nicht gesehen. Also ich glaube nicht, dass die in Halle 3 waren, weil wir sind da überall lang gegangen und die waren da nicht. Ich weiß nicht, wo die ihre Autogramme hatten. Aber ja, naja. Ich hätte auch gerne mal Troyan oder so mal noch so von Namen gesehen. Ich meine, ich habe sie ja schon mal gesehen, aber ja. Ging nicht. Haben wir nicht gefunden. Ich bin froh, dass wir diesen Synchronsprecher dann doch noch gefunden haben, bevor wir dann abhauen wollten. Weil da war die Synchronsprecherin von Barbie, von sämtlichen Barbie-Filmen und die gleichzeitig auch Tina Cohen-Sheng von Glee spricht.
Und auch Spencers Schwester bei PLL. Ja. Jedenfalls, ich habe mir dann noch für 10 Euro hat das gekostet, eine Sprachnachricht von ihr machen lassen. Von Tina. Weil Glee ist ja mein Ein und Alles. Und ja, ich finde das total cool. Das ist so. Wenn man sich so mit ihr unterhalten hat, hat man das gar nicht so, so rausgehört, dass das so die Stimme ist. Aber auf dieser Sprachnachricht hört man, hört sich halt an wie Tina. Und an der einen Stelle hört sich richtig an wie Barbie. Also ist schon krass, ich find's cool, ja. Ich bin ja sonst noch nie zu irgendeinem Synchronsprecher da hingegangen. Die haben ja immer mal wem da, aber es hat mich ja noch nie so wer interessiert. Aber das war schon mal, ja, das war schon ein Highlight. Ja, also gut, ich bin mit den Bildern zufrieden. Und wie gesagt, Autogramm kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gemacht. Die Verkaufsstände waren auch super, also die hatten eine super viel Auswahl. Wie gesagt, auch ganz viel Disney fand ich ganz toll. Die hatten da richtig, wirklich schöne Sachen. Die hatten auch wieder dieser Stand mit den Kissen, den wir auf der Walker Store schon mal gesehen haben. Und das waren so schöne Kissen. Ich habe hier erstmal für Mama als Weihnachtsgeschenk quasi eins geholt von Charmed. Und ja, dann hat meine Mutter sich auch noch Untersätze geholt von Charmed und von PLL. Und ja, das war es dann an unseren Einkäufen. Ja, Geld ist alle geworden. Aber ich war dann zufrieden, dass ich meine Bilder alle hatte, weil bei manchen anderen Stars hat es ja nicht so geklappt. Lainey habe ich auch noch kurz gesehen. Ja, also hier die Managerin, ne? Ja, Lainey war da. Mit der konnte ich auch nur ganz kurz reden. Die war auch total busy und ja. Aber so Freunde treffen oder es waren so viele Leute da, die ich kannte. Das wusste ich ja. Wir schreiben ja. Ich wusste ja, wer alles da ist. Ich habe vielleicht die Hälfte gesehen. Und manche dann wirklich auch nur ganz kurz, nur mal kurz Hallo gesagt im Vorbeigehen und das war's. Also, ja, es ist schon schade, wenn man weiß, dass alle da sind, die man sonst auch kaum sieht, aber man nicht keine Zeit hat zum Reden oder so. Es ist halt schon, wir standen ja echt fast die ganze Zeit nur bei den Fotoboxen rum, weil wir keine Lust hatten, uns dann wieder kurz vorher durch alle durchzudrängen. Naja, aber ja, gut. Es war anstrengend einfach. Aber es hat, ist alles gut gegangen im Endeffekt und ja, gut, ich beschwere mich da jetzt nicht drüber. Ja, gibt es noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube nicht. Ich denke, das war alles. Ja, ja, mehr habe ich jetzt dazu nicht zu sagen. Ich bin müde, tut mir leid, es war schon wieder ein langer Tag. Ja, die nächste Con ist erst im April. Ja, im April ist die Spacewalker und vorher ist nichts. Und ja, ich wollte es dann ja nochmal irgendwann schaffen, vorher eine Wohnungstour zu machen, was ich aber noch nicht gemacht habe, es tut mir leid. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt mache, weil die ganze Weihnachtsdeko hier rumsteht. Ich weiß nicht, ob ich das mache, wenn das erst alles weggeräumt ist. Mal sehen, wie ich Lust habe und wie ich Zeit habe. Vielleicht mache ich es nach Weihnachten. Oh, tut mir leid, ich schlafe echt gleich ein beim Reden. Ich bin so müde gerade. Ja, gut, dann zieh's mal nicht weiter in die Länge. Das wäre es dann auch schon gewesen. Dann, ja, bis zum nächsten Video.